Miau. Du bist ja noch völlig grün hinter den Saugnäpfen. Geh im Tintenturm in die Lobby und nimm an Revierkämpfen, du Trottel. Und wenn eine Stufe höher ist, schau mal in den Waffenladen. Waffenladen? Geiler Versprecher. Da gibt's ja auch irgendwo einen Waffenladen. Das wäre ganz, ganz nett, aber ich sehe keinen. Schade. Nintendo präsentiert Splatoon und seine Hauptstadt Inkopolis. So, hier müssen wir klug vorgehen. Aber wenn ich die Maus entsende, bringt mir das nichts, oder? Weil die fällt ja runter. Ja, sie visiert den Gegner. Was zum... Wieso ist der gestorben? Er ist einfach runtergesprungen, wie so ein Vollpfosten. Oder hat er gedacht, ich schmeiß ihm was zum Essen hin? Da muss ich sagen, irrst du dich, mein Lieber. Warum sind da unten Erfahrungspunkte? Nein, so war das nicht gemacht. Alter, ich hab wieder nichts gedrückt. You're a kid now, you're a squid now. Ist das Bowser da hinten? Nee, das sah gerade aus wie Bowser. War er aber gar nicht. Was ist das? The fuck? Boah, sieht das eklig aus. Diese Rotze. Oder was anderes. Ja, auf jeden Fall. Cool. Hätte Idee. Sepia-Dukt. Bist du hier oben? Melde dich doch mal bei mir. Nö, das ist die Elf. Oh, eine Verbindung innerhalb der Zone. Sehr gut. Level 9. Wir können gerne essen gehen, wenn du willst. 14, wie? TF? Ja, sieht so aus, als hast du keine Lust, Level 9. Das macht mich sehr traurig. Dabei empfinde ich doch so viel für dich. Also es vermittelt Splatoon komplett falsch. Da ist halt irgendwie so eine komische Stimme, die singt dann: You're a kid now, you're a squid now, you're a kid, you're a squid, you're a kid, you're a squid in Splatoon. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich habe das jetzt nicht wirklich gut rübergebracht, aber... Ja, doch, ich habe es perfekt rübergebracht. Schließlich ist der Commercial Shit. Wo ist der denn? Ich war doch jetzt überall. Wollt ihr mich verarschen oder was? What the fuck? Ich komme hier auch nirgends hoch, also... I don't check this. Hä? Hier? WTF? War da ein unsichtbarer Gegner oder was? Plötzlich war das Ding vor mir. Da hinten ist mit Sicherheit was. Vielleicht sollte man erst schießen, wenn man draufsteht. Nur so zur Info. Was machen diese Streichbürsten in der Luft? Die können damit doch überhaupt nichts anfangen. Oder säubern sie die Luft oder was ist da los? Die sind doch dazu da, um Flächen einzufärben. Boah, scheiße! Ich so voll naiv nach oben gesprungen und nicht mal gecheckt, dass da ein Gegner ist. Level 17, zeige dir. Warte, warte, warte. Ich springe einfach da in dieses komische Seil rein. Ja, wenn ich zielen könnte. Idiot. Ein paar Erfahrungskugeln halt. Nothing more. Was? Ich bin rund... Nein! Ich bin ein Lappen. Jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal gehen. Und wieso springt der denn auch nicht so weit? Ach komm, ist nicht fair.